1968, Südengland. Dieser Fotograf, der uns den Rücken zukehrt, dem alles, was sich um ihn herum abspielt, gleichgültig ist, ist Bernd Becher. Fotografiert von seiner Frau Hilla. Beide haben ein scheinbar einfaches Projekt in Angriff genommen. Ein Fotoinventar der industriellen Welt, die dabei ist zu verschwinden. Ihre Arbeit wird mehrere Generationen von Fotografen prägen. 2007, New York. Ein Foto wird für eine Rekordsumme von 3.300.000 Dollar versteigert. Der Fotograf ist Andreas Gursky, ein ehemaliger Schüler von Bernd und Hilla Becher. Die Geschichte der Düsseldorfer Fotoschule spielt sich zwischen diesen beiden Extremen ab. Das Ende der 60er Jahre läutet in Nordeuropa das Ende des Kohle- und Eisenimperiums ein. Nach und nach schließen die Stahlhütten und Minen ihre Tore. Gesellschaft und Landschaft verändern sich radikal. Um die Erinnerung an diese vom Verschwinden bedrohte Welt zu bewahren, halten zwei junge deutsche Fotografen, Bernd und Hilla Becher, die Industriebauten, die für den Abriss freigegeben wurden, systematisch in ihren Fotos fest. Sie durchqueren Deutschland, Belgien, Frankreich und England, um tausende Fotos von Hochöfen, Förder- und Wassertürmen zu machen. Ein einzigartiges Werk, das weit über eine Archivierung hinausgeht. Das Ehepaar Becher fotografiert die stillgelegten Anlagen. Sie wollen nicht zeigen, welchen Zweck diese Anlagen erfüllen, sondern was sie sind. Konstruktionen, deren Form durch ihre Funktion bestimmt wird und deren Schönheit umso ungewöhnlicher ist, als sie vollkommen zufällig entstand. Es ist auch ein engagiertes Werk. Die Bechers wollen die Fotografie von ihren expressionistischen Auswüchsen befreien, wollen zurück zu einer rein dokumentarischen Objektivität. Um die Realität in ihrer unverfälschten Wahrheit und nicht durch die verzerrenden Prismen des Fotografen zu erfassen, folgen sie strengen Regeln. Hier ein Wasserturm, den sie hätten fotografieren können. Verboten sind jegliche Aktivitäten, Nebensächlichkeiten, Farbe, Effekte im Vordergrund, Unschärfen, Spiegeleffekte und andere künstlerische Effekte. Dezentrierte Bildeinstellungen, seltsame Details, abstrakte oder pittoreske Kompositionen, kurze Brennweiten, die die Perspektive verzerren, sowie gekippte Bildeinstellungen. Das Objekt muss in Zentralperspektive aufgenommen werden. Um eine Verzerrung auszuschließen, muss der Fotoapparat auf der vertikalen sowie auf der horizontalen zentral positioniert werden. Die Fotos werden im Winter bei trübem Licht aufgenommen, um Sonne und die Interferenz der Schatten sowie Wolken am Himmel zu vermeiden, die den Hintergrund auf Kosten des Objektes verschönern. Kurz gesagt, Objektivität kann nur erreicht werden, wenn man auf alles verzichtet, was die subjektive Fotografie, wie sie damals genannt wird, ausmacht. Als Beispiel ein Bild von Otto Steinert, das diese Art der Fotografie verkörpert und auf dem einzig und allein das expressionistische Zusammenspiel der Linien und der Kontraste zählt. Die dokumentarische Strenge der Bechers geht auf andere Traditionen zurück. Auf die Tradition des Amerikaners Walker Evans und auf seine Frontansichten des Amerikas der 30er Jahre. Auf die Tradition von August Sander, den Fotografen der neuen Sachlichkeit der 20er Jahre, und auf seine Reihe von archetypischen Darstellungen der Menschen des 20. Jahrhunderts. Und auch auf die erkennungsdienstlichen Fotos, Frontal- und Profilaufnahmen. Nach diesem Vorbild fotografieren Bernd und Hilla Becher Gebäude wie dieses Kohlesilo aus 8 verschiedenen Winkeln, die jeweils 45 Grad auseinanderliegen. Danach vereinen sie all diese Bilder in einem einzigen Foto. So entsteht das, was die Bechers Abwicklung nennen. Musik.
Auf anderen Bildern zeigen Bernd und Hiller gleichartige Gebäude wie diese Wassertürme, wie Insekten auf dem Brett eines Naturforschers aufgereiht. Das sind die Typologien. Unendlich viele Kombinationen sind möglich und die Eleganz der Komposition ist hier wichtiger als die wissenschaftliche Exaktheit. Ab den 60er Jahren werden diese Typologien als vollwertige Werke anerkannt. Bei der Biennale von Venedig 1990 erhalten die Bechers dafür den Goldenen Löwen, jedoch in der Kategorie Skulpturen. 1976 wird Bernd Becher als Professor für Fotografie an die Kunstakademie Düsseldorf berufen. Gemeinsam mit Hiller bildet er dort mehrere Generationen von Fotografen aus. Diese Gruppe wird die Düsseldorfer Fotoschule genannt. Die Schüler der Bechers weisen trotz ihrer verschiedenen Ansätze einige Gemeinsamkeiten auf. Es sind vor allem die offensichtlichen Zeichen der Objektivität, Frontalaufnahmen, Geradheit der Linien, Distanz, Kälte fast, die auch durch den ständigen Einsatz von Farbe kaum aufgehoben wird. Ein Foto aus der Serie Interieurs von Thomas Ruff. Die meisten von ihnen haben auch eine Vorliebe für grandiose Dekors, in der der Mensch nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Stiftsbibliothek St. Gallen von Candida Höfer. Schließlich ist es eine systematische Arbeit auf sehr großer Fläche. Dieser Abzug von Andreas Gurskis Werk PCF, die Abkürzung für Kommunistische Partei Frankreichs, ist 3x2 Meter groß. Die Abzüge wurden anhand eines neuen Verfahrens, das in den 80er Jahren in einem Labor in Düsseldorf entwickelt wurde, hergestellt. Die Fotografie steht in Gemälden, in Galerien oder Museen in nichts mehr nach. Die Schülerin der Bechers, die ihrer Lehre und der Schwarz-Weiß-Fotografie am treuesten blieb, ist Petra Wunderlich mit ihrer Serie über die Kultstätten in New York. Der Fotoapparat ist auf die richtige Höhe eingestellt, der Parallelismus wird strikt eingehalten, die horizontalen und vertikalen Linien sind genau rechtwinklig. Bei ihr sind die Gebäude jedoch nicht isoliert wie bei Bernd und Hela Becher. Die Fassadenbilder haben kein Volumen im Raum, sondern sind nur noch Oberfläche, die sich einzig und allein durch ihre zentrale Position von der völligen Flachheit des Bildes abhebt, auf dem architektonische Details, Graffitis und religiöse Zeichen aufeinandertreffen. Die Straßen sind ausgestorben. Nichts lenkt von der Komposition ab. Lediglich die Müllsäcke, die verloren auf dem Gehweg liegen, zeugen vage von einer menschlichen Präsenz. Andere Konfigurationen sind komplexer, die Komposition wird asymmetrisch. Die Plakate im oberen Teil des Bildes unterstreichen das Flache und Ungewöhnliche der Collage. Hätte der Greater Bibleway Temple in der Mitte gestanden, wäre alles einfach gewesen. Doch der Zufall wollte, dass er am Rand steht und die Fotografin dadurch zwingt, die gesamte Komposition zu dezentralisieren und den Blick auf die Straße und somit Tiefe einzubauen, damit das Bild des Tempels ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Das wäre bei den Bechers unvorstellbar gewesen. Prag, das Nationaldenkmal auf dem Žižkov-Hügel aus den 30er Jahren. Während des Kommunismus wurden hier die großen Trauerfeiern der Partei abgehalten. Die Bechers haben sich immer auf die äußere Form der Gebäude konzentriert, als wären für sie das Äußere und die Objektivität unabdingbar miteinander verbunden. Candida Höfer hat diese Prinzipien auf Innenräume übertragen. Die Arbeit mit dem Objekt lässt eine Arbeit mit dem Raum zu. Die Frontalaufnahmen und der Verzicht auf Verzerrung kommen hier der monumentalen Strenge zugute. Der Bau des Bildes folgt dem Bau des Gebäudes und hält die Regeln der Perspektive genau ein.
Diese stimmige Symmetrie ist jedoch nicht vollkommen. Jemand hat die Sitzreihen verschoben. Geringfügig nur, aber es fällt auf. Vielleicht die Fotografin selbst, vielleicht auch nicht. Doch diese leichte Verschiebung, die den Ort noch bedrückender erscheinen lässt, ist ihr sicherlich aufgefallen und war sicherlich gewollt. Auf diesem Foto von Candida Höfer wäre durch eine dezentrale Position das Gefühl für die Größe dieses Unterrichtsraumes des Collegium Helveticum in Zürich besser zum Tragen gekommen. Die Frontalität, für die sich die Fotografin entscheidet, lässt den Raum flacher erscheinen und vermittelt den Eindruck, dass sich alles auf der gleichen Ebene abspielt, von der sich die elementaren geometrischen Formen durch das von außen einfließende Licht beschienen weiß abheben. Rechtecke, ein Dreieck mit dem Stuhl an der Spitze, die Kreise der Lampen, die wie Luftballons im Raum schweben und diesem nüchternen Raum unerwartete Leichtigkeit und besonderen Reiz verleihen. Im Gegensatz dazu betonen die Härte des Gegenlichtes, die brennenden Lampen und ihre Spiegelung die Rigorosität der Architektur des Kunsthauses Bregenz. Ein Bild von Peter Zumthor. Die Darstellung des Lichts spielt eine entscheidende Rolle in diesen Bildern, die eher eine Atmosphäre als die objektive Realität des Ortes wiedergeben. Die Fotografien von Thomas Struth fügen den menschenleeren Räumen einen neuen Aspekt hinzu, die Präsenz des Menschen. Diese Bilder wurden in berühmten Museen aufgenommen und bauen auf die Tiefe. Bis ins kleinste Detail genau erkennbar und vollkommen rechtwinklig dominieren die Gemälde im Hintergrund die ungeordnete und zufallsbedingte Welt der Besucher. Das Auge folgt dem des Besuchers, den man nur von hinten sieht und der sich die Gemälde ansieht. Eine Frau mit einem Kinderwagen scheint den Parisern in Caillebottes Gemälde entgegenzugehen, als würden beide Welten miteinander verschmelzen. Im Pergamonmuseum in Berlin ändert Struth seine Strategie. Er dezentriert sein Bild, um das Gefühl für die Größe des Raums zu verstärken. Er betont seine Theatralität, indem er ihn mit Statisten in verschiedenen Posen füllt. Der Wille, das Bild zu beherrschen, für das Ehepaar Becher eine Garantie für die dokumentarische Objektivität, wendet sich ins Gegenteil, die Inszenierung. Ein Angler steht kerzengerade in einer Ruhrlandschaft von Andreas Gursky, dem bekanntesten Schüler der Bechers. Gursky ist der Fotograf der Extreme, der übertriebenen Leere, wie bei dieser kleinen Figur, verloren unter der großen Brücke. Oder dem Gegenteil, der Überfülle. 1993 entsteht Gurskys Fotoarbeit Montparnasse. Motiv ist eine 200 Meter lange und 16 Stockwerke hohe Wohnmaschine in Paris. Da es nicht möglich ist, dieses Hochhaus ohne beträchtliche Verzerrungen von der Straße aus zu fotografieren, steigt Gursky auf das Dach des Hochhauses gegenüber. Die Aneinanderreihung dieser hunderte Fenster, die alle gleich aussehen und doch unterschiedlich sind, wirkt wie eine riesige Typologie in der Tradition der Bechers. Diese Typologie würde jedoch aus einem einzigen Bild bestehen. Die Abzüge für Ausstellungen sind 4x2 Meter groß und ermöglichen es dem Betrachter, zunächst mit einem größeren Abstand die Gesamtgeometrie zu bewundern und beim Näherkommen in die Details zu versinken. Wir sehen die Wahrheit des Gebäudes, aber nicht die des Bildes. Diese Realität wurde manipuliert.
Indem er auf das Dach steigt, vermeidet Gursky lediglich die vertikalen Verzerrungen. In der horizontalen ist das Blickfeld des Fotoapparates zu klein, um das Gebäude frontal in seiner ganzen Größe zu erfassen. Also fotografiert Gursky die beiden Seiten einzeln und fügt sie später am Computer zusammen. Die unsichtbare Manipulation des Digitalbildes ist seither eine Konstante in seinen Werken. Was wäre realistischer als dieses Gewirr aus Kleidungsstücken, die an einer Waschkaue in einem deutschen Kohlebergwerk hängen? Das Bild wurde in einem echten Bergwerk mit echten Bergarbeitern und echten, an der Decke hängenden Kleidungsstücken aufgenommen. Gursky fotografiert sie mehrmals in verschiedenen Zusammenstellungen, aber immer aus der gleichen Entfernung, aus dem gleichen Winkel und im gleichen Licht. Da hört die Wahrheit auf. Das definitive Bild entsteht am Computer. Eine Montage aus verschiedenen Aufnahmen. Gursky benutzt Kleidungsstücke, um leere Stellen zu füllen und so diese hyperrealistische und überfüllte Vision herzustellen. Wie Montparnasse wurde das Bild kreiert, um auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen zu werden. Nur wenn man näher herangeht, entdeckt man unten schemenhaft Bergarbeiter, Statisten, die auch getrennt fotografiert wurden. Versteckt hinter dem feinen Kettenvorhang. Ihre Präsenz soll eher erahnt als gesehen werden. Gursky will die Natur immer überbieten. Hier spielt er mit dem Kontrast zwischen der monumentalen Größe eines Neutrino-Observatoriums in Japan und den Wissenschaftlern in ihren kleinen Booten. Wiederum eine Montage. Die Figuren, getrennt fotografiert, wurden fast um die Hälfte verkleinert, damit die Unverhältnismäßigkeit noch spektakulärer wirkt, nach der bewährten Methode der romantischen Maler des 19. Jahrhunderts. In Kathedrale ist der Verweis noch eindeutiger. Es handelt sich um eine romantische Vision des Mittelalters, mit einer Gruppe von Filmemachern als Pilger, dem großen Erdhaufen, der auf dunkle Gruften hindeutet, und den Sonnenstrahlen, die durch die Kirchenfenster fallen, die Gursky entfärbt hat, um ihre Spiritualität zu unterstreichen. Er hat jedoch weit mehr als die Farbe der Fenster unterschlagen. Das ist das reale Innere der Kathedrale von Chartres. Wo auch immer man sich hinstellt, die Fenster der Kathedrale sind stets teilweise von den Säulen des Kirchenschiffes verdeckt und durch kleine Mauerflächen voneinander getrennt. Verlässt man das Kirchenschiff, entdeckt man in dem Souvenirladen Postkarten, die die Fenster aneinandergereiht zeigen. Wahrscheinlich kam Gursky dort auf die Idee, die Säulen und die Mauerflächen verschwinden zu lassen und nur mit den Fenstern diese so beeindruckende wie unglaubwürdige Wand zusammenzustellen, deren Größe ein weiteres Mal durch winzige Menschen unterstrichen wird. Die Realität ist hier lediglich ein Rohstoff, die der Fotograf nach Belieben manipuliert, um sie an seine Vision anzupassen. Eine weitere Vision von 99 Cent. Ein älteres Bild, das 2007 zum teuersten Foto der Welt wurde. Es ist offensichtlich, dass die Kunden Statisten sind, dass die Säulen und die Decke mit den vielen Spiegelungen hinzugefügt und die Farben der Produkte am Computer neu gestaltet wurden. Wie in der Werbung hat die Realität hier keinen Platz. Dem Künstler ist alles erlaubt, unter der Voraussetzung, dass man das nicht sieht. Thomas Ruff manipuliert seine Bilder ebenfalls, macht jedoch kein Geheimnis daraus.
Selbstporträt 1991. Er ist der einzige Fotograf der Düsseldorfer Fotoschule, der sich der Porträtfotografie zuwandte. Das belegt diese Serie, die er 1981 begann und 20 Jahre lang weiterführte. Junge Leute, alle im gleichen Alter, frontal, vor einem neutralen Hintergrund aufgenommen, immer mit dem gleichen Rahmen und ohne jeden Ausdruck. Nichts lässt auf ihr Innenleben schließen. Das Bild bleibt an der Oberfläche wie ein Passbild. Dieses Protokoll, auf 189 Porträts angewandt und in einem Format von über 2 Metern Höhe, entspricht voll und ganz der Lehre der geraden Linie der Bechers. Ruff las als Kind Zeitschriften über die Popularisierung von Wissenschaft und Technik und nahm aus dieser Zeit eine begeisterte Neugier mit für alle möglichen Fundstücke, mit denen sich Bilder herstellen ließen. Wie diese Maschine für Phantombilder, eine sogenannte Bildgenerierungsmaschine. Sie wurde in den 70er Jahren von der deutschen Polizei verwendet. Ruff hat ein Exemplar davon im Polizeimuseum gefunden und repariert. Da die Polizei ihre Archive nicht zur Verfügung stellen wollte, gab er die Porträtbilder seiner ersten Serie in die Maschine ein, die durch ein System aus Spiegeln und Linsen neue Wesen zum Vorschein brachte. Gesichter von Menschen, die es niemals gegeben hat. Diese Bilder mit dem Titel »Andere Porträts« sind ein Experiment zu den Umrissen unserer Identität, die, so Ruff, sowohl auf Frankenstein als auch auf Samenbanken verweist. »1990 entdeckt Ruff eine weitere Art, die Welt zu sehen. Die Bilder über den ersten Golfkrieg, die ununterbrochen auf allen Fernsehkanälen ausgestrahlt werden, zeigen Bilder von nächtlichen Kämpfen, mit Nachtsichtgeräten aufgenommen. Sie ermöglichen den amerikanischen Soldaten, im Dunkeln zu sehen.« Ruff besorgt sich ein solches Nachtsichtgerät und benutzt es, um Düsseldorf bei Nacht zu fotografieren. Ganz einfache Aufnahmen von beliebigen Stadtlandschaften, in denen nichts passiert. Doch die grünliche Tönung des Infrarotgerätes genügt, um sie verdächtig erscheinen zu lassen, wie den Ort eines vergangenen oder bevorstehenden Verbrechens. Indem sie das Unsichtbare sichtbar macht, verwandelt uns die neue Technologie in Detektive oder Voyeure. Ruff befasst sich mit einer anderen Art des Voyeurismus, indem er in den Strom der virtuellen Bilder eintaucht, die im Internet kursieren. In seiner Serie Nudes, Aktfotos, erfindet er pornografische Fotos aus dem Internet auf der Leinwand neu, indem er sie verschwommen zeigt und sie somit annehmbarer macht. Ruff stellt das Dogma der dokumentarischen Präzision in Frage, die er zur Hauptverantwortlichen für die Obszönität dieser Bilder macht. Erniedrigende und erniedrigte Bilder. Denn eines der Merkmale der Bilder im Internet ist, dass sie nur wenig Informationen geben. In seiner Serie JPEG baut Ruff diesen Mangel weiter aus, um ihn deutlicher zu machen. Das gelingt ihm, indem er die grundlegenden Elemente jedes Digitalbildes, diese kleinen monochromen Quadrate, die Pixel, zum Vorschein bringt. Eine neue Version der dokumentarischen Objektivität. Weil die Realität der Welt nicht mit Bildern eingefangen werden kann, bleibt nichts, als die Realität des Bildes an sich zu zeigen.
Diese Wirklichkeit hat nichts Körperliches mehr. Die Bilder bestehen nur noch aus zusammengefügten Informationen und können beliebig verändert und manipuliert werden. Für Bernd und Hilla Becher war die Fotografie von Natur aus dokumentarisch. Der Pakt, der sie seit ihren Anfängen mit der Realität verband, wurde von der Technik gewährleistet. Heute ist das nicht mehr so. Die Fotografie hat an Freiheit gewonnen und ihre Unschuld verloren. Hier sind die Gebäude jedoch nicht isoliert, wie bei Bernd und Hilla Becher. Die Fassadenbilder haben kein Volumen im Raum, sondern sind nur noch Oberfläche, die sich einzig und allein durch ihre zentrale Position von der völligen Flachheit des Bildes abhebt, auf dem architektonische Details, Graffitis und religiöse Zeichen aufeinandertreffen. Die Straßen sind ausgestorben. Nichts lenkt von der Komposition ab. Lediglich die Müllsäcke, die verloren auf dem Gehweg liegen, zeugen vage von einer menschlichen Präsenz. Andere Konfigurationen sind komplexer, die Komposition wird asymmetrisch. Die Plakate im oberen Teil des Bildes unterstreichen das Flache und Ungewöhnliche der Collage. Hätte der Greater Bibleway Temple in der Mitte gestanden, wäre alles einfach gewesen. Doch der Zufall wollte, dass er am Rand steht und die Fotografin dadurch zwingt, die gesamte Komposition zu dezentralisieren und den Blick auf die Straße und somit Tiefe einzubauen, damit das Bild des Tempels ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Das wäre bei den Bechers unvorstellbar gewesen. Prag, das Nationaldenkmal auf dem Žižkov-Hügel aus den 30er Jahren. Während des Kommunismus wurden hier die großen Trauerfeiern der Partei abgehalten. Die Bechers haben sich immer auf die äußere Form der Gebäude konzentriert, als wären für sie das Äußere und die Objektivität unabdingbar miteinander verbunden. Candida Höfer hat diese Prinzipien auf Innenräume übertragen. Die Arbeit mit dem Objekt lässt eine Arbeit mit dem Raum zu. Die Frontalaufnahmen und der Verzicht auf Verzerrung kommen hier der monumentalen Strenge zugute. Der Bau des Bildes folgt dem Bau des Gebäudes und hält die Regeln der Perspektive genau ein. Diese stimmige Symmetrie ist jedoch nicht vollkommen. Jemand hat die Sitzreihen verschoben. Geringfügig nur, aber es fällt auf. Vielleicht die Fotografin selbst, vielleicht auch nicht. Doch diese leichte Verschiebung, die den Ort noch bedrückender erscheinen lässt, ist ihr sicherlich aufgefallen und war sicherlich gewollt. Auf diesem Foto von Candida Höfer wäre durch eine begeisterte Neugier mit für alle möglichen Fundstücke, mit denen sich Bilder herstellen ließen. Wie diese Maschine für Phantombilder, eine sogenannte Bildgenerierungsmaschine. Sie wurde in den 70er Jahren von der deutschen Polizei verwendet. Ruff hat ein Exemplar davon im Polizeimuseum gefunden und repariert. Da die Polizei ihre Archive nicht zur Verfügung stellen wollte, gab er die Porträtbilder seiner ersten Serie in die Maschine ein, die durch ein System aus Spiegeln und Linsen neue Wesen zum Vorschein brachte. Gesichter von Menschen, die es niemals gegeben hat. Diese Bilder mit dem Titel »Andere Porträts« sind ein Experiment zu den Umrissen unserer Identität, die, so Ruff, sowohl auf Frankenstein als auch auf Samenbanken verweist.
1990 entdeckt Ruff eine weitere Art, die Welt zu sehen. Die Bilder über den ersten Golfkrieg, die ununterbrochen auf allen Fernsehkanälen ausgestrahlt werden, zeigen Bilder von nächtlichen Kämpfen, mit Nachtsichtgeräten aufgenommen. Sie ermöglichen den amerikanischen Soldaten, im Dunkeln zu sehen. Ruff besorgt sich ein solches Nachtsichtgerät und benutzt es, um Düsseldorf bei Nacht zu fotografieren. Ganz einfache Aufnahmen von beliebigen Stadtlandschaften, in denen nichts passiert. Doch die grünliche Tönung des Infrarotgerätes genügt, um sie verdächtig erscheinen zu lassen, wie den Ort eines vergangenen oder bevorstehenden Verbrechens. Indem sie das Unsichtbare sichtbar macht, verwandelt uns die neue Technologie in Detektive oder Voyeure. Ruff befasst sich mit einer anderen Art des Voyeurismus, indem er in den Strom der virtuellen Bilder eintaucht, die im Internet kursieren. In seiner Serie Nudes, Aktfotos, erfindet er pornografische Fotos aus dem Internet auf der Leinwand neu, indem er sie verschwommen zeigt und sie somit annehmbarer macht. Diese stimmige Symmetrie ist jedoch nicht vollkommen. Jemand hat die Sitzreihen verschoben. Geringfügig nur, aber es fällt auf. Vielleicht die Fotografin selbst, vielleicht auch nicht. Doch diese leichte Verschiebung, die den Ort noch bedrückender erscheinen lässt, ist ihr sicherlich aufgefallen und war sicherlich gewollt. Auf diesem Foto von Candida Höfer wäre durch eine dezentrale Position das Gefühl für die Größe dieses Unterrichtsraumes des Collegium Helveticum in Zürich besser zum Tragen gekommen. Die Frontalität, für die sich die Fotografin entscheidet, lässt den Raum flacher erscheinen und vermittelt den Eindruck, dass sich alles auf der gleichen Ebene abspielt, von der sich die elementaren geometrischen Formen durch das von außen einfließende Licht beschienen weiß abheben. Rechtecke, ein Dreieck mit dem Stuhl an der Spitze, die Kreise der Lampen, die wie Luftballons im Raum schweben und diesem nüchternen Raum unerwartete Leichtigkeit und besonderen Reiz verleihen. Im Gegensatz dazu betonen die Härte des Gegenlichtes, die brennenden Lampen und ihre Spiegelung die Rigorosität der Architektur des Kunsthauses Bregenz. Ein Bild von Peter Zumthor. Die Darstellung des Lichts spielt eine entscheidende Rolle in diesen Bildern, die eher eine Atmosphäre als die objektive Realität des Ortes wiedergeben. Die Fotografien von Thomas Struth fügen den menschenleeren Räumen einen neuen Aspekt hinzu, die Präsenz des Menschen. Diese Bilder wurden in berühmten Museen aufgenommen und bauen auf die Tiefe. Bis ins kleinste Detail genau erkennbar und vollkommen rechtwinklig dominieren die Gemälde im Hintergrund die ungeordnete und zufallsbedingte Welt der Besucher. Das Auge folgt dem des Besuchers, den man nur von hinten sieht und der sich die Gemälde ansieht. Eine Frau mit einem Kinderwagen scheint den Parisern in Caillebottes Gemälde entgegenzugehen, als würden beide Welten miteinander verschmelzen.
Setze einige Gemeinsamkeiten auf. Es sind vor allem die offensichtlichen Zeichen der Objektivität, Frontalaufnahmen, Geradheit der Linien, Distanz, Kälte fast, die auch durch den ständigen Einsatz von Farbe kaum aufgehoben wird. Ein Foto aus der Serie Interieurs von Thomas Ruff. Die meisten von Ihnen haben auch eine Vorliebe für grandiose Dekors, in der der Mensch nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Stiftsbibliothek St. Gallen von Candida Höfer. Schließlich ist es eine systematische Arbeit auf sehr großer Fläche. Dieser Abzug von Andreas Gurskis Werk PCF, die Abkürzung für Kommunistische Partei Frankreichs, ist 3x2 Meter groß. Die Abzüge wurden anhand eines neuen Verfahrens, das in den 80er Jahren in einem Labor in Düsseldorf entwickelt wurde, hergestellt. Die Fotografie steht in Gemälden, in Galerien oder Museen in nichts mehr nach. Die Schülerin der Bechers, die ihrer Lehre und der Schwarz-Weiß-Fotografie am treuesten blieb, ist Petra Wunderlich mit ihrer Serie über die Kultstätten in New York. Der Fotoapparat ist auf die richtige Höhe eingestellt, der Parallelismus wird strikt eingehalten, die horizontalen und vertikalen Linien sind genau rechtwinklig. Bei ihr sind die Gebäude jedoch nicht isoliert wie bei Bernd und Hilla Becher. Die Fassadenbilder haben kein Volumen im Raum, sondern sind nur noch Oberfläche, die sich einzig und allein durch ihre zentrale Position von der völligen Flachheit des Bildes abhebt, auf dem architektonische Details, Graffitis und religiöse Zeichen aufeinandertreffen. Die Straßen sind ausgestorben. Nichts lenkt von der Komposition ab. Lediglich die Müllsäcke, die verloren auf dem Gehweg liegen, zeugen vage von einer menschlichen Präsenz. Andere Konfigurationen sind komplexer. Die Komposition wird asymmetrisch. Die Plakate im oberen Teil des Bildes unterstreichen das Flache und Ungewöhnliche der Collage. Hätte der Greater Bibleway Temple in der Mitte gestanden, wäre alles einfach gewesen. Doch der Zufall wollte, dass er am Rand steht und die Fotografin dadurch zwingt, die gesamte Komposition zu dezentralisieren und den Blick auf die Straße und somit Tiefe einzubauen, damit das Bild des Tempels ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Das wäre bei den Bechers unvorstellbar gewesen. Miteinander verschmelzen. Im Pergamonmuseum in Berlin ändert Struth seine Strategie. Er dezentriert sein Bild, um das Gefühl für die Größe des Raums zu verstärken. Er betont seine Theatralität, indem er ihn mit Statisten in verschiedenen Posen füllt. Der Wille, das Bild zu beherrschen, für das Ehepaar Becher eine Garantie für die dokumentarische Objektivität, wendet sich ins Gegenteil. Die Inszenierung. Ein Angler steht kerzengerade in einer Ruhrlandschaft von Andreas Gurski, dem bekanntesten Schüler der Bechers. Gurski ist der Fotograf der Extreme, der übertriebenen Leere, wie bei dieser kleinen Figur, verloren unter der großen Brücke. Oder dem Gegenteil, der Überfülle. 1993 entsteht Gurskis Fotoarbeit Montparnasse. Motiv ist eine 200 Meter lange und 16 Stockwerke hohe Wohnmaschine in Paris. Da es nicht möglich ist, dieses Hochhaus ohne beträchtliche Verzerrungen von der Straße aus zu fotografieren, steigt Gurski auf das Dach des Hochhauses gegenüber. Die Aneinanderreihung dieser hunderte Fenster, die alle gleich aussehen und doch unterschiedlich sind, wirkt wie eine riesige Typologie in der Tradition der Bechers. Diese Typologie würde jedoch aus einem einzigen Bild bestehen. Die Abzüge für Ausstellungen sind 4x2 Meter groß
und ermöglichen es dem Betrachter, zunächst mit einem größeren Abstand die Gesamtgeometrie zu bewundern und beim Näherkommen in die Details zu versinken. Wir sehen die Wahrheit des Gebäudes, aber nicht die des Bildes. Diese Realität wurde manipuliert. Indem er auf das Dach steigt, vermeidet Gursky lediglich die vertikalen Verzerrungen. In der horizontalen ist das Blickfeld des Fotoapparates zu klein, um das Gebäude frontal in seiner ganzen Größe zu erfassen. Also fotografiert Gursky die beiden Seiten einzeln und fügt sie später am Computer zusammen. Die unsichtbare Manipulation des Digitalbildes ist seither eine Konstante in seinen Werken. Was wäre realistischer als dieses Gewirr? Doch der Zufall wollte, dass er am Rand steht und die Fotografin dadurch zwingt, die gesamte Komposition zu dezentralisieren und den Blick auf die Straße und somit Tiefe einzubauen, damit das Bild des Tempels ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Das wäre bei den Bechers unvorstellbar gewesen. Prag, das Nationaldenkmal auf dem Žižkov-Hügel aus den 30er Jahren. Während des Kommunismus wurden hier die großen Trauerfeiern der Partei abgehalten. Die Bechers haben sich immer auf die äußere Form der Gebäude konzentriert, als wären für sie das Äußere und die Objektivität unabdingbar miteinander verbunden. Candida Höfer hat diese Prinzipien auf Innenräume übertragen. Die Arbeit mit dem Objekt lässt eine Arbeit mit dem Raum zu. Die Frontalaufnahmen und der Verzicht auf Verzerrung kommen hier der monumentalen Strenge zugute. Der Bau des Bildes folgt dem Bau des Gebäudes und hält die Regeln der Perspektive genau ein. Diese stimmige Symmetrie ist jedoch nicht vollkommen. Jemand hat die Sitzreihen verschoben. Geringfügig nur, aber es fällt auf. Vielleicht die Fotografin selbst, vielleicht auch nicht. Doch diese leichte Verschiebung, die den Ort noch bedrückender erscheinen lässt, ist ihr sicherlich aufgefallen und war sicherlich gewollt. Auf diesem Foto von Candida Höfer wäre durch eine dezentrale Position das Gefühl für die Größe dieses Unterrichtsraumes des Collegium Helveticum in Zürich besser zum Tragen gekommen. Die Frontalität, für die sich die Fotografin entscheidet, lässt den Raum flacher erscheinen und vermittelt den Eindruck, dass sich alles auf der gleichen Ebene abspielt, von der sich die elementaren geometrischen Formen durch das von außen einfließende Licht beschienen, weiß abheben. Rechtecke, ein Dreieck mit dem Stuhl an der Spitze, die Kreise der Lampen, die wie Luftballons im Raum schweben und diesem nüchternen Raum unerwartete Leichtigkeit und besonderen Reiz verleihen. Im Gegensatz dazu betonen die Herren,